Servus, Leute. Moment. Komm schon, Didi. Lass mich nicht hängen. Ja. Wunderbar. Vielen Dank für den schönen Trick. Dafür machen wir auch sofort weiter. Wir haben ein Türchen geöffnet. Ja, ich bin heute schon Weihnachtskalender. Münzis. War da oben ein Ballon. So. Blablablablab. Ah. So. Ins erste Gebäude. Zuerst mal mit Didi rein, Freunde. Der Sluxy-Unterhaltung. Jawohl, Leute. Hier ist er wieder, euer Sluxy. Oh, Mann. Oh, Tiny. Sorry, Jungs. Sie haben mich auch erwischt. Bop, 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 bop. Blöde Nuss. Erstmal eine Blaschbombe. Nochmal. Na? Ich glaube, der Käse hält auch nicht. Oh! Nicht ewig. Oh, Didi, hallo. Danke. Also wenn er nicht ewig hält, dann hält er ziemlich lange. Okay. Nein! Du Scheiße! Ey, bei dem Spiel ist es so behindert gemacht, dass du nicht langsam laufen kannst. Beziehungsweise, vielleicht gebe ich jetzt auch dem Spiel die Schuld, was gar nicht stimmt. Vielleicht ist es auch nur einfach wieder die Config von der Emulator-Controller-Einstellung, vom Plugin hier. Also ihr seht schon, ich habe hier nur noch Probleme, ey. Das ist grausam, ey. So, was ist hier jetzt gewollt? Ne, ich treffe mal wieder nett. Super. Ich krieg's kotzen. Das wird genau schon wie bei Zelda, ey. Yeah, okay. LMAA. So, wie ging das? Controller Plugin und jetzt Arschlecken, Freunde. Ja, geht doch. Lass uns mal auf 57. Oh, Scheiße. Oh, elende Scheiße. Angst! Oh Gott! Was eine Geburt, ey! Und die Killerschlampe, Glitzerlampe, ach, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ah, das Wasser war zugefroren in der Wüste, na sicher. Draußen 50 Grad im Schatten und hier drin minus 20 in der Sonne. Logisch. Was geht hier ohne? Triangeldreieck. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ah ne, der Weg ist zu geheim für Didi. Na komm, Digga. Ein wildes Stern, du auf Level 5. Ah ja, hier scheine ich richtig zu sein.
Allerdings nicht mit Diddy. Nee. Hier kann ich noch nichts machen. Alles klar, hier geht's weiter. Ja, ich hab das Spiel auch nicht mal ganz im Kopf. Na Jungs, es geht. Wow, laufendes Gebiss. Ey, verzieh dich bloß. Push. Kann man es schon denken. WTF? Ach so. Ah, ich muss diese Kopfgranate machen. Möglichst in der richtigen Reihenfolge, was natürlich verdammt schwer ist. Los, ich will aus diesem Dingens freikommen. Ja, ja, ja. Weiber immer so ungeduldig, ne? Da muss dann so sein. K.O. Konfiguration. Und das G. Und wir haben Kung. Au, au, au. Tschüss. Wow. Hättest du auch klein machen können, du Nuss. Ah, da fliegt schon ein Ballon für sie rum. Oh, Kong. Alles klar. Mit Diddy Hammers. Naja, zumindest mal eine Banane. So. Oh, wieder zurück. Ach, hier ist er schnell. Wo komme ich denn her? Ach da. Hallo? Wo geht's denn hier? Wow! Mach doch mal low. Guck. Ah, hier geht's wieder raus. Alles klar. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Weg gefunden. Ah, Spitzen. Technisch. Ja. Ach Quatsch, was mache ich denn? Wählen wir sie doch gleich mal aus. Tiny Kong. Kreisch, auch du 5 goldene Bananen, ja, ja. Wie ging denn dieser Haarwirbel? Auf jeden Fall können wir für sie direkt mal ein Musikinstrument holen. Das Sabotage-Saxophon. Yeah, Lisa Simpson für Arme. Ach du Scheiße. Ja, du hohle Schnuss. Wir haben's kapiert. So. Weiter im Karton. Ah ne, Quatsch. Aber komm, ich bring jetzt meine Reihenfolge nicht durcheinander und mach mit Diddy weiter. Vor allem, weil ja auch seine roten Bananen auf dem Weg lagen. Gott, deutsche Sprache. Ja, klar. Das ist also eines der Dinge, die ich an diesem Spiel nicht mag.
dass du halt echt, dass alle Bananen überall verstreut sind. Hoppla. Warte mal, da brauchen wir den dicken. Ja. Alter, ist er hier gut. Oh nein, da hinten ist er. Netter Versuch. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Ah, da, ach, so ein Minispiel. Dingenskirchen. Servela. Brot wascht. Hey, geh her. Oh, zwei aktiviert. Drei und vier. Und dieses Fass können wir noch nicht nutzen. Ja, warum gehe ich... Hoppla. Warum gehe ich eigentlich nicht zum Cranky? Ich habe doch genug Münzen für Diddy. Also, hoffe ich doch jetzt mal stark, dass die reichen werden. Boah, das ist aber eine Pfriemelarbeit hier. Knapp. Ah, oh, die drei erreicht. Ein Glück. Ja. Bring mir was Neues bei. Raketenrocker. Yeah, Luftikus Maximus, Alter. Jetzt muss ich nur noch so ein... So ein Raketenfass finden, dann kann ich da ordentlich abgehen. Und die mit den Kokosnüssen Gas geben. Deshalb sind die wichtig, hier diese Kristallkokosnüsse. Ah ja, mehr als 20 geht nicht. Yeah! Alter, fett! Und ich sag's euch gleich, sobald man den Boden berührt, ist der Antrieb wieder im Hintern verschwunden. Mit Hilfe von den Gongs-Göngen ging's da Bums da. Didi. Aber ist eine gute Idee, hier mal so eine erste Box. So eine erste Melone-Box in Fachkreisen genannt. So, alle aktiviert und dann erscheint hier auch ein Schrein. Mit der Banana. Jetzt ein Fall. So, hier nehmen wir noch die 5er Staude mit. Ich bin begeistert. Oh, wabala, langsam. Hier waren noch einzelne. Der kriegt wieder nichts mit. Au. So, mit zwei Verlust. Egal, ich habe keine Lust, da außen rum zu klettern. So. Boah, das ist aber oh, echt behändel hier zu lenken. Und ich hab's dann. Und das Super-Saxophon erscheint. Blatt.
können wir eigentlich noch großartig hier irgendwo was reißen? Da ist erst Night. Nö, sonst können wir eigentlich nichts mehr machen. Okay, Leute. Und mit diesem traumhaften Ausblick verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, euer Slugsy.